So, herzlich willkommen zu WLAN, unser erster Teil. Heute geht es so ein bisschen darum, ich möchte euch kurz mal ein paar wichtige Sachen sagen. Wie baue ich mal, wenn ich daheim ein schwaches Netzwerk habe, wie baue ich mir das daheim auf, dass das Ganze wirklich geil fetzt und dass das wirklich gut um und um läuft, dass das wirklich auch eine Verbesserung ist. Weil oft habe ich zum Beispiel ein schlechtes WLAN daheim oder oft hätte ich ein super WLAN daheim. Aber das Problem ist, ich habe irgendwie so komische Wände oder Leitungen und so weiter und die haben mir irgendwie meine Bandbreite zusammen. Und das ist für uns total deppert. Das heißt, wir möchten gerne irgendwie ein paar Sachen wissen, wie können wir das genau irgendwie machen. Stellen wir uns vor, wir hucken da irgendwie im Fernseher, also hucken da im Wohnzimmer und möchten gerne irgendwelche Videos streamen. Und dann fängt das Ganze zum Ruckeln an und das ist halt irgendwie ein Chaos. Und da müssen wir uns oft überlegen, wenn man so ein Netzwerk verstärken würde, und sind zwei Komponenten sind in der Informatik wohl wichtig. Und das ist so mal Constant Bitrate und Constant Framerate. Und was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt ein YouTube-Video schaue, dann ist mir da wichtiger, da ist mir ja wichtiger, dass das Video nicht ruckelt, sondern dass einfach das durchgeht. Das heißt zum Beispiel, dass einfach die Frames per Second, also die Bilder pro Sekunde, dass die konstant bleiben. Was bringt mir ein Video, ein Musikvideo, wenn da drei Bilder in der Sekunde sind? Das ist irgendwie ein Schaß. Und das Zweite ist, das ist Constant Framerate. Und das Zweite gibt es Constant Bitrate. Und Constant Bitrate heißt, ich möchte immer die gleiche Qualität haben. Das heißt, gleiche Qualität hast du, die möchte ja zum Beispiel immer 100% Qualität übertragen. Und da ist mir dann wurscht, dass ich vielleicht die Framerate runtertrage, dass ich jetzt nicht so oft das habe. Stellen wir uns vor, wo ist das? Ja, wenn ich zum Beispiel im Kino bin, da ist mir relativ egal, wie lang das die Übertragung von diesem Film dauert auf die Festplatten. Aber nachher möchte ich natürlich bei jedem Bild, möchte ich natürlich 100% Qualität übertragen. Das ist auch immer wichtig, wenn ich ein WLAN verstärken will. Und bin da irgendwie in meinem Haus drin und da möchte ich irgendwie schauen, dass ich das Ganze irgendwie verstärken kann. Und grundsätzlich kann man sagen, ein WLAN kann man teilweise so verstärken, sogar über einige Kilometer hinweg. Aber meistens fällt dann das eh daheim auf, wenn man irgendwie die gewissen Komponenten irgendwie falsch positioniert oder wenn man einfach das irgendwie nicht so einen Dreh heraus hat. Dann ist da grundsätzlich immer die Gefahr, dass man nicht wirklich weit kommt. Und die Reichweite von meinem WLAN, da gibt es ein paar Komponenten, die für uns wichtig sind. Und das sind zum einen halt Wasserleitungen oder Betonwände. Grundsätzlich Metall ist nicht so schlau, Glas ist auch nicht so gut. Was ganz eine blöde Komponente ist, die sehr viele Sachen zusammenhaut. Und sind andere Netzwerke. Das heißt, wenn ich Netzwerke habe, die sehr stark, auch vielleicht verstärkt sind, oder dass aber verschiedene Bereiche drin sind, die verschiedene Netzwerke haben, oder einfach Überlagerungen von Netzwerken sind, also Interferenz von so Netzwerken, dann habe ich auch ein Problem. Was man auch oft gar nicht vergessen sollte, ist, wenn ich fette Lautstärke habe oder ich habe einen Freund von mir, der hat ein fettes Soundsystem daheim. Und der ist dann draufgekommen, oder irgendwie funktioniert das Ganze nicht gescheit jedes Mal mit dem Soundsystem. Das heißt, auch das Soundsystem kann das Ganze ziemlich zusammenhauen. Und das ist mal wirklich eine gefährliche Geschichte, wo man wirklich auch schaut. Das ist auch, man muss mal irgendwie genau denken. Wenn man jetzt bezogen auf so verschiedene WLAN-Router und so weiter sich einstellt, und da muss man auch eine wichtige Komponente sich überlegen. Und das ist halt, es gibt da unterschiedliche Frequenzbänder für mein WLAN. Und da muss man wissen, dass das 5 GHz Frequenzband, dass dieser kleinere Reichweiten hat, als wir das 2,4 GB Frequenzband. Bessere Übertragungsraten der Daten können also mit 2,4 GHz erzielt werden. Wenn man sie von Zimmer zu Zimmer bewegt, gell? Und wenn man den Router zum Beispiel entfernt. Also das ist auch irgendwie möglich. Aber jetzt gibt es ein paar
grundsätzliche Sachen auch, wenn man sagt, man kann auch gewisse Teile, wie zum Beispiel einen Router, einstellen, dass das jetzt irgendwie ein WLAN-Verstärker ist, oder man kann jetzt auch einen Repeater einstellen. Und da ist auch wichtig, dass das einfach eigentlich ziemlich das Gleiche ist. Also eigentlich vom Umgangssprachlichen her ist das Gleiche, aber es gibt ja eigene Geräte, die sind WLAN-Repeater. Aber ich kann auch gewisse andere Netzwerkkomponenten wie einen Router zum Beispiel auch verwenden, um den Ganzen dann einen so eine Art Repeater draus zu machen. Und wenn man jetzt so einen Verstärker kauft, dann hat man meistens da ein paar Optionen drinnen. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich mir da den gekauft habe, habe ich mir gedacht, ja, wie soll der jetzt mit dem Netzwerk das checken? Wie soll der da zum Beispiel kapieren, dass er mein Netzwerk verstärkt und nicht das Netzwerk von meinen Nachbarn, weil das interessiert mich ja nicht. Wie weiß der das? Und wenn ich mir das überlege, dann sind noch mal ein paar wichtige Komponenten drin. Erstens mal, bei so einem Repeater hat man oft so eine Option, die heißt WPS. Und da, das ist ein Knopferl. Und das ist eine Option am Router und eine Option am Verstärker drauf. Und wenn ich auf dieses Knopferl da drauf drücke, dann konfigurieren sich beide Komponenten automatisch selber. Das heißt, es ist ja ganz wichtig, dass der Repeater und der Router miteinander kommunizieren können. Und da gibt es dieses Knopferl und den Button da, und da drücke ich einfach drauf. Und da kann ich ihn einfach dann verstärken. Das kann ich machen. Oder die zweite Option ist, die meistens jetzt bei den Bedienungsanleitungen dann dabei ist, und das ist so IP-Adressen. Sogar jeder Router und jeder Repeater, jeder Switch und so weiter, die haben eine eigene IP-Adresse. Und damit ich diesen IP-Adresse verwenden kann, da kann ich mich dann einloggen. Meistens ist das irgendwie 192.168.0.1 oder steht dann eh meistens auch in der Bedienungsanleitung. Steht dann drinnen. Und das kann ich auf jeden Fall machen. Nur ich muss halt auch immer aufpassen, wo ich das Ganze dann auch positioniere. Wenn ich jetzt an so einen WLAN-Repeater oder Verstärker denke, dann darf es den nie auf den Boden orientieren, sondern das Signal, das streut ja wirklich breitflächig aus, versucht es dann erst einmal weit, mal grundsätzlich vom Kopf her, zwischen diesen Positionen, also zwischen dem Router, wo ich bin, wo das Signal ausgeht, also mein WLAN-Router und meine Endgeräte, das sind mal grundsätzlich so vom Kopf her in die Mitten eine Tür. Aber mal grundsätzlich. Aber das Zweite ist, ich kriege viel bessere Leistung zusammen, wenn ich ihn wirklich so in die Mitten vom Raum ein bisschen positioniere und ja nicht am Boden. Weil am Boden bringt uns der Repeater nicht viel. Das ist einfach ganz wichtig. Das andere ist, es muss irgendwie schauen, dass ich die Position so anpasse, dass ich zum Beispiel auch die richtigen Einstellungen wähle. Es gibt gewisse so Verstärkerpositionen und so weiter, und die kann ich ja immer wählen. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, okay, ja, ich nehme diese Person. Plätze her, und zum Beispiel, wenn ich jetzt genau meinen Computer und mein Endgerät verbinden will, dann habe ich ja grundsätzlich die beste Position zwischen den einzelnen Geräten. Also das kann ich ja machen. Aber wenn du irgendwie genau da keine Steckdosen hast für diesen WLAN-Repeater, dann probier es bitte mit so einem Verlängerungskabel. Das schaut zwar am Anfang oft kacke aus, aber das ist gar nicht blöd, dass man es das ein bisschen probiert. Ein zweiter Tipp von mir ist, die WLAN-Verstärker, die haben meistens solche Leuchtdioden, gell? Die haben so Blinklampen. Und da probiere ich halt an verschiedenen Positionen aus, wo ich das hinsetzen kann, damit ich da wirklich ein stärkeres Signal zusammenbringen kann. Und das ist auch wirklich ein praktischer Tipp. Also immer einmal schauen,
wo kann ich das Ganze herumsetzen, dass ich das irgendwie machen kann. Es ist ein wichtiger Punkt da, den man nicht vergessen sollte, weil viele Leute glauben, erstens mal, dass wenn ich jetzt, dann haue ich mir 20 solche Verstärker rein und dann habe ich das geilste Netzwerk. Das erste ist, so Netzwerkverstärker oder so WLAN-Verstärker, das sind ja grundsätzlich ein schlaues Tool, um ein schwaches Netzwerk aufzubauen. Aber was man nicht vergessen darf, ist, es verwendet so ein Repeater ja genauso meine Netzwerkbandbreite wie genauso mein Handy und mein Computer und so weiter. Das bedeutet, wenn ich da viele solche Verstärker einbaue und die ja miteinander kommunizieren, weil wenn sie alle Signal verstärken, dann müssen sie ja Signale und so weiter schicken, dann wird automatisch auch die Bandbreite verringert. Das heißt, einen Haufen solche Verstärker einzubauen, ist gar nicht so schlau. Das heißt, es ist immer gescheiter, du nimmst das auch immer dann her. Das heißt, immer oft schlauer, dann nimm nur einen Verstärker her, als wir. Ich habe da einen Haufen Verstärker und ich habe erstens mal einen Haufen Interferenz drin und zweitens habe ich dann so eine Bandbreitenminimierung, dass das Ganze ja auch nichts bringt. Das nächste, was da gefährlich ist, ist, wenn ich solche Verstärker habe, dann habe ich automatisch auch, ich schicke voll viel Traffic durch die Luft die ganze Zeit. Das heißt, das kann auch wirklich für Datenübertragungen kann das auch wirklich ein Problem darstellen, dass das auch dann wirklich auch gut funktioniert. Das heißt, da ist auf jeden Fall auch immer schlau, wenn ich da irgendwie ein bisschen auch schaue und das ein bisschen durchüberlege. Wie kann man jetzt grundsätzlich so einen WLAN-Verstärker einrichten? Das überlegen wir uns noch, das können wir auch machen, also können wir uns überlegen, wie können wir so einen einstellen, so einen WLAN-Verstärker und einrichten. Das erste, merkt sich bitte, ich tue ihn halt an so eine freie Steckdose anstecken. Das zweite ist, ich schaue beim Router, ob da halt irgendwie alle Lampen leuchten. Und dann drücke ich bei dem WLAN-Verstärker auf diese WPS-Taste am W drauf. Und da drücke ich ein paar Sekunden da drauf. Und dann drücke ich, eigentlich mittlerweile hat jeder solcher Internet-Router hat dann auch so eine WPS-Taste, drücke ich da ein paar Sekunden auf diesen Router drauf, auch auf diese WPS-Taste. Und somit kommunizieren die zwei miteinander und somit weiß der Router, dass man das Ganze jetzt funktioniert. Da gibt es so einen Haufen Seiten, wo ich einfach so Bandbreitentests machen kann. Da kannst du dann auch immer schauen, hat das dann auch wirklich was gebracht. Bitte Tipp mal wieder, wenn das Ganze nichts gebracht hat, ja, nichts gebracht hat, dann schaut's, ob da wirklich diese Einstellung auch funktioniert. Und da hackt es euch dann mit der IP-Adresse, die bei der Beschreibung dabei steht. Na, meistens ist das 192.168.0.1 oder 192.168.0.10. Und da hackt es euch bitte in das Ganze ein und das ist einstellen. Das kann man euch mittlerweile relativ gut einstellen. Was heißt denn das WPS noch? Das WPS heißt Wi-Fi Protected Setup und die ist eine super Funktion, um Netzwerke ganz schnell in Netzwerk reinzubringen. Und der große Vorteil da drinnen ist auch, dass da sogar diese Daten, die ich da jetzt reinbringe, dass die sogar verschlüsselt sind. Das heißt, ich kann mittels WPS ganz schnell über Knopfdruck meine WLAN-Reichweite erhöhen. Und natürlich kann ich dann auch am Handy auf der Dachterrasse kann ich noch an YouTube-Videos machen. Satz so schlau, dass auch immer das gewohnt wird, dass dieses Web-Interface mit der IP-Adresse, dass das irgendwie checkt, weil da kann man sogar ein Passwort drauflegen auf diesen Repeater und das ist oft gar nicht so blöd, wenn man es hat. Und der letzte Tipp, was ich da geben möchte, ist, wenn es sich eine Repeater hat, dann gibt es meistens Router, die mit gewissen Repeatern besser zusammen funktionieren und die kann man sich überlegen und da haben die ja oft andere IP-Adressen und so weiter. Und das kann man sich ja eigentlich ganz gut überlegen.
Das kann man machen. Und das Letzte, was man sich jetzt überlegen kann, ist, was ist, wenn ich jetzt einen Router habe, der keine so WPS-Funktion hat? Dann kannst du es natürlich einfach manuell einstellen. Gell? Dann brauchst du den WLAN-Namen, also welchen Namen das du hast. Das nennt man ja SSID, den WLAN-Name und dein WLAN-Passwort. Und dann loggst dich halt irgendwie wieder ein. Du gehst irgendwie, steckst ohne den WLAN-Verstärker steckst ohne die Steckdosen. Dann tust du den Webbrowser aufmachen. Dann loggst du mit der IP-Adresse von dem Web ein. Und dann tust du halt diesen Assistenten starten und meistens tust du dann ein Passwort und ein WLAN, das WLAN auswählen und fertig zusammenkramt. Gell? So Sachen finde ich immer ganz cool, wenn du es zum Beispiel mal ausprobiert. Das war eigentlich nicht blöd. Ich hoffe, das war jetzt so das erste Schritt, wie man jetzt meinen Verstärker, wie jetzt mein Netzwerk ein bisschen pimpen kann zu Hause, bitte nicht zu Interferenzen, nicht zu viele Sachen machen. Ich hoffe, das war jetzt einmal verständlich und da tun wir dann einfach nächstes Mal weiter, wie man das Ganze auch ein bisschen pimpen kann und was die unterschiedlichen Sachen sind in die einzelnen Netzwerke. Ich wünsche einen schönen Abend und macht es gut.